Hi, ich bin Jack Daniel. Freut mich, dass du eingeschaltet hast. Wir spielen heute Boogeyman 2. Mal wieder ein Horror-Indie-Game. In nächster Zeit werden einige mehr Horror-Games auf jeden Fall kommen. Es ist so eine Sache, die ich in letzter Zeit so ein bisschen vernachlässigt habe. Ich habe es mal eine lange Zeit sehr, sehr viel gemacht. Ich werde aber wieder mal versuchen, so ein bisschen mehr zu machen. Die Sache ist, es gibt nicht immer so viel gute. Ja, es gibt nicht immer so viel gute Games. Auch früher haben wir die Abonnenten immer schön irgendwelche Vorschläge gemacht für die Horror-Indie-Games. Und das könnt ihr auch jetzt auch gerne machen. Wenn ihr noch irgendein Horror-Spiel kennt, das ich noch nicht gemacht habe und ihr das gerne von mir sehen wollt, ab damit in die Kommentare. Ne? Aber heute auf jeden Fall Boogeyman 2 sieht sehr, sehr geil aus. Auch der Sound ist richtig cool. Ja. Der Sound ist richtig geil. Ja, alles ist irgendwie so, ja, da wo es sein soll, ne, mit den Kopfhörern, also richtig, richtig cool. Das Ganze ist jetzt auch in VR möglich, aber ich habe leider keine VR-Brille, das ist ein bisschen kacke, ne? Ich habe keine VR-Brille, aber ich denke, ich werde mich trotzdem ordentlich anscheißen, ja. Ich habe ja Boogeyman 1 schon gespielt, ich glaube, das habe ich sogar mit der Freundin gemacht. Und jetzt Boogeyman 2, richtig, richtig cool. Auch hier das Zimmer, das ist so geil einfach hier, ne. Ich glaube, auch hier so die Spieluhr, die hier geht, ne, und hier im Gameboy, richtig nice. Und schaut mal, das ist hier so ein Bunny. So ein Plüschstofftier. So eins hat wahrscheinlich Yannick auch. Und Yannick hat wahrscheinlich hier bei den Augen so Löcher dann gemacht, damit er das Häschen ficken kann, wahrscheinlich. Ja? Yannick, dem würde ich zutrauen. Also wahrscheinlich so gemacht, so als 12-Jähriger oder so. Ja, bin ich mir schon sehr sicher, dass er damals sein Bunny vergewaltigt hat, sein Häschen, sein Hoppelhäschen. Ne? Bin ich mir sehr sicher. Hier haben wir noch so ein Fischlein, das da vor sich hin blubbert. Schön. Wunderschön. Bis jetzt sieht ja alles eigentlich recht unspektakulär aus und eigentlich auch recht nett. Das ist hier das Hauptmenü. Ist das nicht cool? Nightmare Night. Ist das nicht cool? Was ist das? Nightmare Night. Kann ich da nicht einfach hin? Wie benutze ich denn überhaupt? Oh, okay. Die Tür knarzt hier. Schön auf. Schön. Dann gehen wir mal rein. New Game. So startet man also ein neues Game. Das ist auch mal echt eine coole Idee, wie man so ein Hauptmenü gestaltet. Ne? Wir wissen ja, wie Boogeyman ist. Man muss halt eben, ja, auf dem Bett sitzen und aufpassen, dass man nicht geraped wird. Aber das ist ein schönes Zelt da hinten. Das ist echt super. Kann ich auch hier irgendwie noch Taschenlampe anmachen oder irgendwas? Bis jetzt ist es eigentlich recht unspektakulär. Bis jetzt ist eigentlich alles schön easy. What the fuck? Don't worry, Mommy. I'm your friend. I won't hurt you. Was? Oh, nee. Nein, wer kommt? Wer? Ich hab keine Angst. Ich bin nicht deine Mutter, ich hab einen Penis. Ich hab einen Penis. Bin nicht deine Mami. Oh shit, eine Puppe, die zu mir spricht. Die mich auch nur anschaut. Okay, okay, okay. Okay, ich kann mich bewegen diesmal. Warum kann ich mich hier bewegen? Das war doch nur so ein Spiel, wo man nur so von Bett zu Bett geht eigentlich, ne? Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Warum spricht eine fucking Puppe mit mir? Das ist gar nicht schön. Warum sprichst du mit mir? Kannst du aufhören, mit mir zu reden? Danke. That'll do very nicely. I think you should hurry up and get back into bed. Ja, danke, Puppe. Oh, was ist jetzt? Jetzt hängt das Spiel. Was jetzt? Hallo? Spiel hängt nicht? Okay, okay. Gut. Jetzt ist der Modus Night One. Jetzt kann ich nur hier im Bett sitzen. Ach du Scheiße, Alter, die Puppe. Na, jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Na komm her, du scheiß Boogeyman! Wow, halt die Fresse! He can train it away when you use it. Use your ears as well as your eyes, Mommy. Hear him before you see him. Once the morning light comes, he'll fade away. Aha. Aha, danke für die Tipps, kleines Puppenmädchen. Schön. Dass mich Mami nennt. Ich glaube, du hast noch nicht gesehen, dass ich einen Penis habe. Du weißt nicht, dass Männer Penisse haben und Frauen lange Haare und unten eine Öffnung, ne? Eine Vagina, weißt du nicht, ne? Scheißpuppe. Meine Fresse. Okay, okay. Ich habe schon davor gedacht, was redet ihr mit mir? Vor allem bewegt sich das kleine Scheißteil. Okay, bis jetzt ist alles sehr ruhig. Hier kann ich meine Batterien aufladen, das ist nice. Hilft die Puppe mir vielleicht sogar?
Also bis jetzt nichts. Hallo, es könnte langsam mal was passieren. Okay, Donner passiert. Oh, da war er. Scheißendreck, da war er, ja. Da war was. Da war irgendwas Ekelhaftes, was das Fenster aufmachen wollte, mich rapen wollte. Jemand wollte mich, kleines Mädchen, vergewaltigen. Das ist nicht nett. Das ist überhaupt nicht nett. What the fuck, Alter, das ist so... Oh, oh, oh. He's coming through the vent. Ja, ich hab's bemerkt. Oder auch nicht, ja. Der ist an zwei Orten zur gleichen Zeit. Ja, aber Superman. Okay, das ist creepy. That is fucking creepy. Aber ich hatte alles gut. Ich hatte alles okay, ne, kleines Mädchen. Oh, scheiße, sie sind voll dunkel. Oh, oh. Das ist nicht gut, dass hinten so dunkel ist. Oh, shit. Shit, okay. Okay, alles ist gut bis jetzt. Oh, oh, oh. Jawoll. Bis jetzt ist alles noch in Ordnung, ne, kleines. Alles gut, ne? Ja, ja. Okay. I'm sitting right here in the boarding room. La 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 la. Ain't nothing gonna happen. And I wonder. I wonder how, I wonder why. This Typ tries to vergewaltig me, why? Das ist super, super Text. Okay. Ja, bis jetzt. Oh, scheiße. Verpech dich, Bitch. Kann mal ein bisschen die Batterien auf. So, komm, lad. Schön voll machen. Schön die Blubberfischis. Oh shit. Okay, alles ist gut. Also nach der 1, glaube ich, ist noch recht. Was? Holy! Also da kann er sehr nah raus, ne? Scheiße. Okay. Ich bin ein toughes kleines Mädchen mit Taschenlampe. Das ich benutze, um irgendwas Erschreckendes von mir davon zu jagen. Gut, ich habe auch die Taschenlampe ab und zu benutzt, um sie mir in die Vagina zu stecken, aber ich bin halt ein 10-jähriges kleines Mädchen, das halt ein bisschen experimentiert. So ist das halt, ne? Ich weiß auch schon, wie man schwanger wird. Ich werde aufpassen. Mami hat bei meinem Papi immer gesagt, warum hast du nicht früher rausgezogen? Sonst wäre ich nämlich nicht da. Oh oh. Alles gut. Mein Bunny-Häschen hilft mir auch, ne? Okay, jetzt muss ich einmal noch den Typen wegschrecken. Immer so ein bisschen überall so safe-mäßig hin. Wir haben es 3 Uhr irgendwas, also noch bin ich, glaube ich, gut. Die Sounds sind halt so krass. Also Leute, auch wenn ihr das hier seht, ne? Unbedingt mit Kopfhörer, das ist einfach richtig krass. Das ist einfach richtig geiler Surround-Sound. Oh, 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 das Licht spinnt. Schnell mal hier aufladen. Okay, wohl, passt eh. Nein! Du kommst hier nicht rein. Oh, noch easy. Alles easy. Nacht 1 ist easy. Easy peasy. Easy peasy. Alles ist super. Nichts passiert. Das habe ich schon vorgestern gesehen, du Lümmel. So leicht kriegst du nicht meine kleine Vagina. Okay, das ist gerade echt ein bisschen krank. Ich hör auf damit. Das ist Gaddys Zimmer. Weißt du? Das ist Gaddy, nicht ein kleines Mädchen. Jawohl, so, wieder ein bisschen Batterien aufladen. Jawohl, muss ich gar nicht. Ist eh alles safe. Alles safe. Das ist alles einfach bis jetzt. Bis jetzt passiert nicht so viel. Na, wie geht's dir, kleine Puppe? Ich nenne dich. Was ist denn so ein blöder Name für eine Puppe? Ich nenne dich Fipsi. Das ist Fipsi, meine kleine blonde, hässliche Puppe. Blond und blaue Augen. Meine Fresse. Soll ich von solchen Puppen. Hat die Augen bewegt? Die Augen bewegt. Scheißpuppe hat die Augen bewegt. Du weißt, dass ich mit dir rede, ne? Du weißt, dass ich von dir spreche, du kleines Scheißteil. Ich würde dich aus dem Fenster schmeißen, wenn das gehen würde. Aber das geht leider nicht. Würde ich aber sehr gerne machen. Ich hasse solche Puppen. Ohne Scheiß. Meine Mutter hat auch ab und zu... Oh. Meine Mutter hat auch Puppen. So richtig altmodische, auch schon teilweise kaputte Puppen, die sie einfach nicht wegschmeißen will. Und die machen mir schon sehr Angst, wenn ich sowas sehe. Vor allem auch in Serbien haben wir da so einige. Und ich habe immer Angst davor. Okay. Aber noch passiert nicht wirklich was. Ja, noch ist er ja echt harmlos. Nacht 1, glaube ich, ist es, soweit ich weiß, immer sehr leicht. Jetzt wird's hell. Super. Jetzt wird alles hell und da kommt kein Boogeyman mehr.
Nacht 1 überstanden, würde ich sagen. Und du kleine Bitch hast überhaupt nichts damit zu tun gehabt. Ich habe das all by myself gemacht. I know you want to tell your mommy and daddy, but it won't end well. They'll just make things worse. Uh-huh. Also, I forgot to tell you that he can make you hear and see things that are not really there. Don't let him trick you. Ja, ich glaube, du gehörst auch nicht wirklich dazu, ne? Okay, aber danke für die Tipps, du kleine Bitch. Vielen Dank, sehr nett von dir. Das ist super. Oh, Batsu ist der kleine Panda. Das ist ja nett. Das ist super. Da ist er. Verpiss dich. Move, bitch. Get out of the way. Ich werd gleich zu Nigger-Rapperin. So ein kleines weißes Mädchen, das zum Nigger-Rapper wird. Das ist auch geil. Wenn dann irgendwas passiert, dann hau ich dem Typen eine Melone auf den Kopf. Oder Chicken Wings in die Fresse, irgendwie sowas. Was halt Schwarze so machen, ne? Okay. Immer noch recht chillig eigentlich. Draußen quaken die Frösche. Ist auch alles super. Alles gut. Also bis jetzt macht mir eigentlich diese Puppe am meisten Angst. Die mit mir einfach so spricht. Verpiss dich. Raus aus meinem Haus. Okay. Naja. Es ist ja mehr so einfach warten, bis was passiert, aber da passiert nicht so viel. Kannst du mich mal bitte. Oh. Kannst du mich mal ein bisschen unterhalten, Puppe? Komm, sprich mal so ein bisschen. Mach mal ein paar Stunts oder so. Mach mal so ein Backflip, ein Frontflip, ein 360-720 No-Scope, Bitch. Komm, mach mal was. Du redest. Oh, du guckst ab und zu. Schaut. Ja, du guckst ab und zu. Hallo. Ab und zu schaut sie mal so ein bisschen. Ne? Das ist schon interessant. Du, Bunny, du bist irgendwie langweilig, ne? Du sitzt einfach da. Du wartest, bis man dir die Augen rausnimmt und bis du da was reinbekommst, ne? Naja, so ist das. Will nicht wissen, wie viele Häschen mittlerweile echt schon deswegen brutal ermordet worden sind. Ja, um einfach mal einen Penis reinzustecken. Schon schlimm, ne? Und dann gehen die Mädchen und Jungen, eher Jungen, ja, dann gehen die Jungen einfach mal zu den Eltern und sagen, oh, guck mal, hier ist abgefallen. Ist nicht abgefallen. Das wurde abgemacht. Um es zu vergewaltigen. Sehr, sehr viele Kinder sind Häschenvergewaltiger. Man sollte echt so einen Charity-Stream machen, ne, wo man Geld sammelt für misshandelte Plüschhäschen. Ich wäre sofort dabei. Ich würde mich anbieten für einen 72-Stunden-Livestream. Ja, um das zu verhindern. Ne? Das ist schon sehr wichtig. Das geht mir schon sehr am Herzen. Ich war nämlich auch mal ein Häschen, das vergewaltigt worden ist. Mir wurden auch die Augen ausgestochen. Und danach... Oh, jetzt ist es ganz dunkel. Was wollte ich gerade sagen? Mir wurden auch die Augen ausgestochen. Und dann wurde... Dann wurde ich vergewaltigt. Das hat man auch bei den Serben ganz oft. Man sagt nicht bei den Serben umsonst, ich fick dich in die Augen. Ja? Das passiert wirklich. Das passiert wirklich. Ja? Oh shit. Oh shit. Jetzt wird es aber ein bisschen creepiger, das Ganze, weil es schon... um einiges dunkler wird und der kommt jetzt auch viel öfter vorbei als sonst. Aber sonst... Verpiss dich! Du kommst hier nicht rein, nicht um die... Samantha, ich nenne dich Samantha. Komm, Samantha. Super Name. Samantha ist ein super Name für eine Creeper-Puppe. So gleichzeitig irgendwie so eine nette Puppe und gleichzeitig auch eine Schlampe. Irgendwie so eine Mischung aus beiden. Samantha ist sehr gut. Das passt. Da kommt er wieder. Hab dich gesehen, du Lümmel. Ich hab dich gesehen. So nicht. Ich kenne mich mit Selbstverteidigung aus. Wenn irgendwas passiert, mache ich einfach die Hose runter und nehme deinen Penis in den Mund. Und dann ist alles gut. Dann passiert nichts mehr. Das lähmt alle Männer und Vergewaltiger. Wenn man das macht, man muss einfach das machen, was sie wollen. Und dann ist alles okay. Dann passiert nichts. Oh Scheiße, oh Scheiße, oh Scheiße. Oh Scheiße. Das ist jetzt ganz offen. Oh shit. Oh shit. Okay. Schnell wieder aufladen. Ich hab ein bisschen Angst, dass das. Komm, jawohl. Ich hab ein bisschen Angst, dass das jetzt gleich hier irgendwie rauskommt und mich anspringt oder so. Oh. Okay. Das ist jetzt mein schlechtester Spot hier. Das ist das Lüftungsding da, ne?
Okay, aufpassen, weil da sehe ich das nicht, ich höre es auch nicht. Das ist nämlich echt blöd, ich höre es nicht, wenn es da kommt. Muss da immer so ein bisschen hinleuchten, weil es ja ganz... Oh shit. Oh fuck, okay, das Spiel macht mir ein bisschen Angst. Das ist nicht gut. Warum geht das jetzt an, ey? Scheiße. Okay, schnell auffüllen. Okay, ich hab ihn noch nicht. Oh, da ist es! Oh shit! Oh fuck, das ist unter das Bett. Das ist unter das Bett. Oh scheiße, schnell wieder. Oh. Ich glaube, jetzt ist es aus. Ich hab's aber gleich geschafft. Das Fenster ist ganz offen. Scheiße, mir ist kalt. Samantha, kannst du mal zumachen, du kleine Bitch. Okay, dann halt dich. Oh scheiße, jetzt kann er von da kommen und von da kommen. Ganz easy kann er jetzt reinkommen, ne? Der kann jetzt ganz easy hier reinkommen. Vorsicht. Warum ist es so dunkel und ich habe nicht viel Taschen. Lampenbatterie mehr. Fuck it. Wir haben noch sehr, sehr wenig. Oh, jetzt wird's hell. Gott sei Dank. Uch. Das war knapp. Das war verdammt nochmal knapp. Aber wir haben auch nach zwei überstanden. Yes, und das mit Bravour. Es war ja locker, flockig, locker, easy war das. Ich habe mich bis jetzt noch nicht erschrocken. Night 3. Okay, Night 3, wisst ihr was? Wir machen einen kleinen Cut, Leute. Beim nächsten Mal geht's dann weiter. Falsches hier. Beim nächsten Mal geht's dann weiter mit der dritten Nacht. Nicht vergessen, lasst ein Däumchen da, wenn euch das Ganze gefallen hat. Und wir sehen uns zum nächsten Mal. Okay. Mach ich.